Ich habe es auf jeden Fall gar nicht erwartet. Da ging eine Zeit sehr, sehr viral, weil er eine Trennung hinter sich hatte. Vor kurzem. Ich glaube, es ist jetzt gerade mal ein paar Monate her. Und er ist so ein Mensch, der tagtäglich auf jeden Fall live ist und auch mit anderen Frauen und so und die Flachs und so. TikTok sportlich. So. Ich weiß. Was weißt du? Woher weißt du das? Sag den Namen jetzt, ich schreib den jetzt nicht rein. Fängt mit K auf jeden Fall an. Scheiße, wer bin ich immer? Auf jeden Fall, er hat er geschrieben und ich war so, wie? Bro, du hast dich frisch getrennt. So, weißt du, was ich meine? Es kann jetzt nicht deine einzige Sorge sein, mich zu fragen, auf den, warum ich nicht in meinem Live Türkisch spreche. Hey, komm nicht drauf. Wartet mal, wie viele Leute sind hier drin? Ich muss jetzt gucken auf Safe, Safe. Okay, tamam. Kaan heißt er auf jeden Fall. Kaan ist schon ein berühmter TikToker. Also vor allem in der Türkei. Benes geschäftlich. Nein, nein, nicht geschäftlich. Privat, richtig privat. Und dieser Typ ist eigentlich so ein Typ, der wirklich so in seinen Livestreams als auch so, ne? Generell ziemlich, ziemlich von oben guckt. So. Es war nett, höflich und so, ne? Salam, Tipe. Soll ich ehrlich sein? Guck mal, ich bin ganz ehrlich, ne? Warum schreibt er dir aber her? Gute Frage, nächste Frage, ich weiß es nicht. Er konnte es mir auch nicht beantworten. Ich glaube, wir kennen den nicht. Fremdgeher. Nein, Emo. Bist du. Sie ja, nicht er. Ich sag euch ehrlich. Guck mal, ganz, 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 ganz ehrlich. Sie, ja, seine Ex-Freundin. Seine Ex-Freundin ist ihm fremdgegangen. Auf jeden Fall, ich finde ihn definitiv nicht hässlich. Definitiv nicht. Aber für mich ist so dieses, Digga, du kannst mich einfach random anschreiben. Bei wie vielen Frauen machst du das wohl? So, wisst ihr, was ich meine? Gab es mal eine Zeit, wo du zum Beispiel keine Lashes getragen hast? Ja, definitiv. Eine sehr, sehr lange Zeit sogar. Das sind Wimpern-Extensions, aber wenn die jetzt bald komplett ab sind, werde ich auch wieder meine eigenen Wimpern. Oh mein Gott, ich habe gerade eine Einladung gesendet. Ich habe gerade eine Einladung gesendet. Wie kann ich das wegmachen? Inshallah wird das nicht angenommen. Bitte mal so. Dankeschön. Nein, also genau. So Fazit. Ende im Gelände. Für mich ist es so ein Ding. Es wäre etwas ganz anderes gewesen, hätte ich zum Beispiel diese Person irgendwo hier persönlich kennengelernt. Ganz, ganz andere Sache. Das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Aber wenn eine Person einfach random jemanden anschreiben kann, wisst ihr, was ich meine? Das ist so für mich so ein Ding, wo ich mir denke. Bin im Özelim, ne, bei dieser Sache. Checkt ihr, was ich meine? So, ich bin definitiv nicht wie jede andere. So, und deshalb war das für mich so No-Go. Er muss Henna Manel denn tun, und das frage ich mich so. Okay, ich sag euch ehrlich, ich hatte diese Person, seitdem ich vor allem in der Türkei bin, ihn durchgehend auf meiner For You. Durchgehend. Dankeschön für die Rosen. Genau, dadurch kannte ich ihn auch, aber ansonsten. Ich suche jetzt. Ich hätte ihn jetzt einfach hier zeigen können, aber das Ding ist, es kann wieder sein, dass er hier irgendwo drin ist. Weil die Person auch meinte, dass die Person zwar drin war, aber
dann irgendwann von draußen mal live angeschaut hat. Ja. So sieht's aus. Ah, der. Habt ihr? Ah, der. Habt ihr ihn? Benim düşümde aklıma geldi hangisi diye. Wie heftig. Anladınız mı kim olduğunu jetzt? Und ich schwöre, ich dachte, als er mich angeschrieben hat, dachte ich, das ist ein Fake-Account von ihm. Ihr kennt doch diese Fanpages und so. Ich dachte, das ist ein Fanpage von ihm. Ich gucke, ich sehe so, ich so. Wie? Worum geht's? Es geht um eine Person, die mich angeschrieben hatte. Ja. So sieht's aus. Hast du deine Augenbrauen gemacht oder sind die Natur? Die sind Natur. Strichen Augenbraue, ja. Strichen Augenbraue. Aber ich sag euch ehrlich, guck mal, ich mag das normalerweise gar nicht, ne? Aber ich finde das bei ihm nicht hässlich. Muss ich ehrlich sagen. Irgendwie finde ich es nicht hässlich. Dimmel? Balkan? Mhm. Ich bin 24 geworden, Mädel. Juckbeer-Geschmaß. Wisst ihr, was das Ding ist, Leute? Ich bin lange aus dem Alter raus, wo ich sage, das passt nicht. Kann schreibt immer Hijabis an. Nein, wir reden nicht über dieselben. Alles Chico, wir reden nicht über dieselbe Person. Auf jeden Fall, wie das muss, ja, und das ist bei mir, ich sag euch ehrlich, wo ich mittlerweile noch auf das Optische achte, ist auf jeden Fall die Größe, wie groß dieser Mensch ist, weil ich bin für eine durchschnittliche Frau auch größer. Ja, und ein bisschen das Aussehen. So Haare, Bart und so weiter, sowas muss stimmen. Bist du 1,70? Ich bin zwischen 1,70 und 1,72. Dimmel? Weil ich will nicht lügen, es ist immer zwischen 1,70 und 1,72. San Ono, zeig mal. Nein, das ist doch auch schön. Nein, ich finde es unnormal schön. Wallah.